Hallo Leute, ihr werdet es nicht glauben, aber die folgenden 22 lustigen Suchanfragen werden tatsächlich von Leuten in Google eingetippt und das mit erstaunlich hoher Anzahl. Erstens, Legasthenie. Legasthenie wird 1300 Mal pro Monat gesucht. Daneben auch Legasthenie mit TH geschrieben, 140 Mal und Legasthenie mit ebenso 140 Suchanfragen. Bei diesem Wort drücken wir aber mal ein Auge zu, weil es relativ schwierig ist. Zweitens, Intelligenz. Sollen wir da auch ein Auge zudrücken? Glaube ich nicht. Intelligenz wird durchschnittlich 90 Mal pro Monat bei Google gesucht. Drittens, coole Musik. Wer steht nicht auf coole Musik? Okay, gar nicht mal so viele, denn nach cooler Musik wurde nur ca. 10 Mal pro Monat gesucht. Was die Leute bloß gegen coole Musik haben? Viertens, Beamer. 1900 durchschnittliche Suchanfragen pro Monat zeigen. Ein Beamer ist äußerst beliebt, ein Beamer dagegen nicht. Der wird nur 210 Mal angefragt. Fünftens, Strickanleitung Baby. Wer will sich da ein Baby stricken? Immerhin 1900 Suchanfragen werden durchschnittlich pro Monat eingetippt mit eben diesem Wunsch. Auch Kinder werden gerne gestrickt. Strickanleitung Kinder 90 Mal und Strickanleitungen für Kinder 70 Mal. Die machen wenigstens nicht, was sie wollen. Sechstens, Sex nach der Geburt. Den frisch Entbundenen wird keine Erholungspause gegönnt. Tatsächlich interessiert es wohl einige, wie der Sex im Kreißsaal verläuft. 1900 Suchanfragen gibt es durchschnittlich pro Monat mit der Frage, ob dies möglich sei. Sex nach der Schwangerschaft wollen dann erheblich weniger, und zwar nur 390 Personen. Siebtens, Touch-Handy. Da will wohl jemand ein Handy mit einem besonderen Touch, schreibt man sich mit OU, also T-O-U-C-H. 480 Suchanfragen gehen in etwa monatlich ein. Auch beliebt ist der Touch-Monitor mit 30 Suchanfragen, beziehungsweise der Touch-Screen-Monitor mit 30 Anfragen. Und manche wollen wissen, was ein Touchdown ist. Das hat 20 Anfragen. Touchdown ist, glaube ich, aus irgendeinem amerikanischen Sport, weiß ich jetzt auch nicht. Achtens, Spille. Die Zeit ist knapp und das E benötigt doch viel zu viel Zeit, um es einzutippen. Das spiegelt sich in stolzen 14.800 Suchanfragen wider, die eigentlich Spiele meinen. Neuntens, die Damen der Schöpfung, Gynäkologe. 40 Mal pro Monat wird durchschnittlich ein Gynäkologe gesucht, vermutlich ein türkischer. Sieht irgendwie wie ein türkisches Wort aus. Vielleicht ist das ja ein besonders günstiger Gynäkologe. Zehntens, Archäologie. Neben den Gynäkologen sollte man regelmäßig auch zum Archäologen zur Vorsorgeuntersuchung. Archäologie ist mit 20 Suchanfragen pro Monat in der heutigen Medizin einfach nicht mehr wegzudenken. Elftens, Couch. 2900 Mal wurde nach einer Couch gesucht. Die Couch mit dem Ouch-Faktor. Aber jetzt Spaß ohne, ihr müsst es wirklich eintippen mal. Wenn ihr Couch eintippt, so wie es da geschrieben ist, in der Google-Bildersuche kommen tatsächlich Bilder von Couchen, von Sofas. Zwölftens, Jalousie. Ebenso wichtig für die Wohnungseinrichtung ist nicht nur eine Couch, sondern auch eine passende Jalousie. Versteht sich von selbst, und das zeigen auch 2400 Suchanfragen im Durchschnitt pro Monat. 13. SpongeBob. Der SpongeBob wird 1900 Mal geklickt und ist sehr beliebt, ebenso wie der SpongeBob mit 320 Mal und der SpongeShop Schwammkopf 140 Mal. Da gehen wir jetzt großzügig einfach mal davon aus, dass die meisten Suchanfragen von Kindern kommen. Wäre ich mir nicht so sicher, denn auch ich habe das schon manchmal gesucht, mit ähnlicher Schreibweise. 14. Proviant. Bergsteiger und Wanderer schwören auf Proviant, und zwar immerhin 30 pro Monat. Wir nehmen dann doch lieber Proviant, mit Vogel V geschrieben, mit auf die Reise. Ist halt gehaltvoller. 15. Muffins. Als Proviant einpacken kann man dann Muffins 260 Mal. Die sollen besonders köstlich sein. 16. Ingenieur. Der Ingenieur hat Schwör. Bis zur Unkenntlichkeit getrieben und geschrieben wurde hier der Ingenieur. Und dass der Ingenieur 110 Mal durchschnittlich pro Monat gesucht wird, liegt wohl daran, dass die Suchenden niemals finden. 17. Architekt. Neben einem Ingenieur bedarf es natürlich auch eines Architekten mit 110 monatlichen Suchanfragen. Dieser kümmert sich vor allem um den Entwurf der sanitären Einrichtungen eines neu geplanten Hauses. 18. Erdbeeren.
Im Gegensatz zu Braunbären und Grizzlybären sind Erdbären mit 40 Suchanfragen im Monat besonders naturverbunden. Sie werden entweder inmitten von Feldern geboren oder im Wald, meistens aber auf Feldern. Letztere zeichnen sich jedoch durch Kleinwuchs aus. Zur Geburt noch grünlich wechseln ihre Fellfarbe ins Weiße, bis sie ihr endgültig rotes Fell erwerben. Besonders auffällig dabei sind der grüne Schopf und das mit den gelben Punkten durchzogene Fell. Erdbeeren lieben Sonne, zu viel Regen kann ihnen gefährlich werden. Das Fleisch ist natürlich verzehrbar und schmeckt herrlich süß. 19. S-Bahn. Wenn du das Schlaraffenland in einer S-Bahn entdeckst, wundere dich bitte nicht. Das ist die neue S-Bahn mit 70 Suchanfragen. Dort schwirren Hände umher, die Sitze sind aus Gummibärchen und der Boden aus Pudding. Fahrverbände haben sich zusammengetan, um uns Kunden endlich für die vielen Zugausfälle und Verspätungen zu besänftigen. Und vor allem, um die horrenden Ticketpreise zu rechtfertigen. 20. Augsburg. Ja, die Schwaben. Die sind eigen und wollen, dass ihre Stadt genauso geschrieben wird, wie sie von ihnen ausgesprochen wird. Zumindest ein paar davon. 40 Mal pro Monat wird nach Augsburg gesucht. 21. Facebook. Facebook suchen monatlich ca. 4 Millionen. Wow. Facebook 22.200, Facebook 9.900 und Facebook 320 Personen, neben Google plus Instagram, Twitter und Co. anscheinend starke Konkurrenten für Facebook. 22. Brad Pitt. Man möchte meinen, es handle sich um eine üble IKEA-Produktbeschreibung, doch dem ist nicht so. Angelina Jolies Mann kann man wohl auch so schreiben, zumindest glauben das einige Google-User. Immerhin ca. 1.300 Mal wird diese Suchanfrage pro Monat eingegeben. Also Leute, ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt. Falls du noch weitere lustige Google-Eingaben kennst, lass sie mir bitte in den Kommentaren unter dem Video wissen. Vergesst bitte nicht, das Video auf Facebook und Twitter zu teilen und unseren Channel zu abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.